Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Tame und in diesem Video nehme ich dich mit auf einen Rätselritt mit der Jessie, mit der Escada und mit der Rubinesca. Die drei sind jetzt schon geputzt, meine Schwester ist auch im Start, mein Freund auch und dann nehme ich dich jetzt mit. Los geht's! Das ist ein Scherz, oder? Ich habe die Mähne ganz klein geflochten und was ist das jetzt? Rubi, oh nein, das heißt, ich muss das jetzt alles nochmal neu flechten, weil das kann ich ja wohl nicht so lassen. Schön, und hier sehen Sie eine Welle. Und hier sehen Sie Babyhaare. Jessie, kommst du heute auch mit? Das ist die Stute von meinem Freund, Paint-Stute Jessie. Skadi hatte schon die erste Fliege. Die E und die G hatten nämlich heute ein mega schönes Halfter. Meine Schwester hat sich heute für dieses Halfter entschieden. Und das glitzert nämlich hier auch in der Sonne. Und das habe ich von einer ganz lieben Zuschauerin geschenkt bekommen. Und ich so, wow, Übertreibung des Todes. Die Jessie hat auch einen Lederhalfter. Ja, du? Bitte schau mal, wie viele Pferdeanhänger hier stehen. Wow, da starten richtig viele Leute. Anscheinend über 50 Paare. Man startet da in 2- bis 4er Gruppen. Wir sind Startgruppe 18. Bitte gib dir mal die Wolken. Das schaut ja aus wie im Simpsons Intro. The Simpsons. Die Jessie stiehlt das Heu von der Skadi, die da steht. Die Ruby ist auch da am Start. Hallo. Sind da jetzt extra hergefahren. Ja, nimm dir da dein Heu weg, oder wie? Bitte langen sie zu. Und die Ruby da hinten so, hä? Ja, ihr eigenes Heunetz. Und so vollgestopft ist die Sattelkammer vom Pferdetransporter. Das ist meins. Ich reite heute gebisslos mit einem Hackamoor. Dann meine Schwester reitet heute auch gebisslos mit einem Hackamoor. Und das ist die Trense von meinem Freund. Mein Lieblingssattel ist am Start. Lammfell ist am Start. Dann haben wir hier noch einen Eimer, einen Kübel. Dann ist die Schabracke von meiner Schwester. Ihr Reithelm, mein Reithelm ist da unten irgendwo. Also das ist so wie Tetris für Erwachsene. Hier einfach mal alles reinstopfen. Und für jede Gruppe gibt es auch ein eigenes Kuvert. Mega professionell. Und da ist jetzt dann die Karte, nach der wir... Ne, Jessie? Schaust du schon, wohin wir reiten sollen? Mhm, ja, da hält sich bitte rechts und da drüben galoppieren wir dann. Mhm. Sie prägt sich da schon ein. Schau, wie sie schaut. Da gibt sich dann mal ein Leckerli. Also, das ist jetzt unsere Karte. Und da müssen wir jetzt, wir sind jetzt extra hergefahren. Wo ist denn der Start? Da, okay. Und dann müssen wir hier. Also diese ganze rosa-rote Linie müssen wir entlang reiten. Und da gibt es anscheinend auch ein paar Hindernisse und ein paar Rätsel, die wir lösen sollen. Voll cool, oder? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Juhu. Schön, oder? Wie schaut denn das aus, wenn du mit dem Pferdeanhänger unterwegs bist und da halt einfach so ein wunderschöner gelber Schweif raushängt? Sattel ist schon mal drauf mit meiner Anita Girly Themen und Glücksschabracke, die soll mir Glück bringen, dass alles gut geht hier bei unserem Rätselritt. Voll die coolen Bäume da am Weg. So, und wir reiten jetzt hier nach Plan. Wie cool ist das eigentlich? Wir mussten da jetzt durchs Wasser. Jo, bei der Skadi ist schon knapp. Da ist der Schatz vergraben, oder wie? Süß. Wie cool. Die Pferde feiern es auch. Nein? Skadi sagt nein. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz zu der Stelle. Und da im Wasser ist die erste Station mit der Frage. Und du kannst auch gerne jetzt live deine Antwort abgeben. Ich lese dir mal die Frage vor. Und dann kreuze an. Rechts oben kommt dann hinter dem kleinen i die Antwortmöglichkeiten, wo du dich dann für eine entscheiden kannst. Und die Auflösung aller Fragen gibt es dann ganz am Ende von dem Video. Also, Frage 1. Bis zu welchem Stockmaß wird ein Pferd Pony genannt? 137 cm, 148 cm oder 155 cm? Was glaubst du? Klick da jetzt rechts oben mal auf die Antwortmöglichkeiten und entscheide dich. Okay, wieder zurück auf dem Weg. Mega cooler Rätselritt.
Station bestanden. Skadi ist dezent nass geworden. Skadi, du bist richtig nass geworden, ja, Typ? Ich liebe den Frühling. Wow, durch den Baum. Wow. Und noch mehr liebe ich Magnolien. So schön. Wir mussten gerade hier runterreiten. Das ist so eine richtige Mulde. Richtig, richtig cool. Und da ist hier die nächste Station. Nächste Frage. Wie viel PS kann ein Pferd einen kurzen Augenblick im Höchstfall erzeugen? 1 PS, 5 PS oder 15 PS? Klick jetzt oben auf die Antwort, bei der du glaubst, dass sie richtig ist. Die Auflösung gibt es am Ende von dem Video. Das Team ist unterwegs. Auch so ein riesiger Plan. Also, wir sind jetzt. Der Wind! Chaos! Wir sind jetzt da, glaube ich. Wir müssen da jetzt rüber. Und da gibt es auch noch eine Brücke, über die wir jetzt reiten. Gut. Da hat jemand schon ein paar Geschenke hinterlassen anscheinend vor uns. Und wir müssen jetzt hier lang. Hier sind die Spuren am Boden. Wir sind jetzt hier auf der Karte. Das ist so richtig gut im Bild aktuell. Voll cool. Mit der Gang. Da und die Skadi. So brav die Pferdis. Nächste Brücke. Voll die Brücken-Action hier. Noch Pferde. Und da ist wieder eine Station mit Fragen. Welche Pferde werden in Lipizza gezüchtet? Andalusier, Haflinger oder Lipizzaner? Was glaubst du? Was ist da richtig? Klick da oben auf die richtige Antwort und die Auflösung gibt es dann gleich. Wir waren jetzt bei allen Stationen mit der Gang und haben jetzt alle Stempel abgeholt und hier auch alles angekreuzt. Wir sind Gruppe 18. Wir sind jetzt auch gleich da und ich bin gespannt, den wievielten Platz wir machen. Also ich glaube nicht, dass wir der Erste sind. Die Kugel darf nicht in den Loch fallen. Schön der Linie nach. Halt diesen Weg einschlagen, ja? Ich gebe mein Bestes. Ich musste an diesem Gestell die Kugel irgendwie nach oben manövrieren, ohne dass sie da durchfällt, ohne dass ich es auch angreife. Ich hatte ja nur diese zwei Schnürchen in der Hand. Boah, ich musste mich so konzentrieren, was für mich ja eben mega schwer ist, weil ich ja so ein extremst ungeduldiger Mensch bin. Also war nicht so einfach und ob ich es geschafft habe, siehst du jetzt. Nein! Gerade am Schluss. Dankeschön. Oh man. Pferde haben wir jetzt gerade versorgt. Ruby, Skadl, Jessie. Ja, sind sie da happy? Und die haben hier nämlich voll cool. Die haben so provisorische Koppeln hier aufgebaut. Und haben natürlich auch dazu gesagt, dass wir einen Wassereimer mitnehmen sollen. Und ein bisschen Heu und Heunetze. Und ja, mega. Und jetzt warten wir auf die Siegerehrung. Happy Pferde. Schau, wie die Mähne von der Skadi im Wind weht. Ganz friedlich grasen die Pferde und hier gibt es die Siegerehrung. Pam! Dann noch die Gruppe Nummer 18. Yay! Emma! Hallo, danke vielmals. Dankeschön. Jetzt haben wir gleich noch einmal drei. Dankeschön. Mega cool. Yay, wir sind Achter geworden. Wir haben so eine richtig coole Plakette bekommen. Und auch eine Medaille. Schau mal. Juhu. Hier gibt's die Lösungen. Frage 1. Ein Pferd wird Pony genannt bis zu einem Stockmaß von 148 cm. Frage 2. Ein Pferd kann im Höchstfall um die 15 PS oder mehr bekommen. Und Frage 3. Lipizzaner werden in Lipizza gezüchtet. Bin gespannt, wie viele Fragen du jetzt richtig beantwortet hast. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie viele. Und hättest du lieber eine Siegerschleife oder eine Siegermedaille?
Wir sehen uns da gleich im nächsten Video. Also klickt da jetzt gleich weiter. Kostenlos abonnieren, dann zeigt dir YouTube mein nächstes Video fix an, wo ich dir dann enthülle, was mein geheimes Projekt ist. Aktiviere auch gerne die Glocke, dann bekommst du von YouTube beim nächsten Video fix Bescheid. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann jetzt gleich im nächsten Video.